Sehr geschätzter Herr Bundespräsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Präsident Sobotka ist bereits auf den Beginn der Erfolgsgeschichte der Zweiten Republik eingegangen und tatsächlich handelte es sich damals um eine Stunde Null der Demokratie in unserem Lande. Denn die ersten Anfänge einer demokratischen Entwicklung wurden von zwei Faschismen und dem Weltkrieg brutal und blutig beendet. Österreich und seine Menschen fanden 1945 sich in einem nicht nur materiellen, sondern auch moralischen Trümmerhaufen wieder. Dass es damals die Gründerväter der Republik, jene Politiker waren, die zuvor der Verfolgung des Naziregimes ausgesetzt waren, führte zu einem wirklich demokratischen Neubeginn. Die sogenannte Lehre der Lagerstraße wurde insofern umgesetzt, als dass der politische Mitbewerber nun nicht mehr nur als Feind gesehen wurde und die Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg als Chance eines zügigen und erfolgreichen Wiederaufbaus auch erkannt wurde. Diese Kultur wurde zur Grundlage des Wirtschaftswunders in Österreich und bildete die Basis für den sozialen Frieden, für den Österreich steht und der durch einen effizienten Sozialstaat des Zusammenhalts auch untermauert wurde. Es war die Lektion vieler Politiker dieser Zeit, vor allem Bruno Kreiskys, die von den 1930er Jahren entscheidend geprägt waren. Diese damaligen Erfahrungen von Massenarbeitslosigkeit, Verelendung und dem blutigen Aufstieg des Faschismus führten hin zu der fundamentalen Überzeugung, eine nachhaltige demokratische Entwicklung ist nur auf Basis eines sozialen Friedens möglich. Es muss eine Republik für alle Österreicherinnen sein. Es muss eine Republik sein, zu der sich auch alle bekennen können. Deshalb war die Reformpolitik der Zweiten Republik auch davon geprägt, wirtschaftlichen Wohlstand, soziale Stabilität und gesellschaftlichen Fortschritt miteinander zu verknüpfen. Vor allem aber wurde damit ein neues Kapitel für die Frauen in unserem Land eröffnet. Das Selbstbestimmungsrecht der Frauen, die Reformen des Familien- und Scheidungsrechts sowie Gleichstellungsmaßnahmen im Bildungs- und Berufsleben eröffneten neue Perspektiven und seitdem setzte sich eine frauenpolitisch-gesetzgeberische Dynamik fort. Und es gilt es heute weiterzuentwickeln und es gilt drohenden Rückschritten entschlossen entgegenzutreten. Dieser Weg für die Frauen in unserem Land wurde immer von Frauen und oft gegen hartnäckigen Widerstand errungen. Es waren in der Zweiten Republik immer engagierte und äußerst couragierte Politikerinnen von Johanna Donal über Grete Rehor bis zu Freda Meissner-Blau und in Folge viele, viele Frauen noch mehr. Bei der konstituierenden Nationalratssitzung, wie erwähnt, am 19. Dezember 1945 sind wir mit 9 Frauen von 165 Abgeordneten gestartet. Dies entsprach einem Frauenanteil von lediglich 5,5% und dies bei einem Frauenanteil unter den Wahlberechtigten kriegsbedingt von fast 65%. Dieser niedrige Anteil an Frauen im Parlament ist zunächst 25 Jahre lang auf diesem niedrigen Niveau auch geblieben und erst seit den 1970er Jahren kontinuierlich angestiegen. Heute im Parlament liegt der Frauenanteil bei 40%. Und ich bin davon überzeugt, dass er nur deshalb gesteigert werden konnte, weil Frauen in ihren Parteien entsprechend Druck auch etwa über Quotenregelungen gemacht haben. Heute ist die Republik, wie gesagt, für alle in unserem Land da. Diese Erfolgsstory unserer Republik basierte auf dem bei allen notwendigen demokratischen Wettbewerb eindeutig am Willen zu Dialog und Zusammenarbeit. Die Sozialpartnerschaft in unserem Land ist dafür zum Ausdruck dieses erfolgreichen österreichischen Weges geworden. Und gerade
in diesen Krisenzeiten rund um die Pandemieeffekte ist die Einbindung des Parlaments, des österreichischen Nationalrats, aber auch der Sozialpartner und der Zivilgesellschaft unabdingbar. Wenn nämlich die mitunter restriktiven und weitreichenden Maßnahmen gegen die Pandemie auf eine breite und auch demokratische Basis gestellt werden, dann ist damit auch deren Rechtssicherheit und deren Akzeptanz gewährleistet. Österreich hat in seiner Geschichte Krisen und Herausforderungen immer dann erfolgreich bewältigt, wenn über Parteigrenzen und über persönliche Eitelkeiten hinweg die Zusammenarbeit gesucht und im Interesse des Landes auch gefunden wurde. Das Parlament als Motor der gesellschaftlichen Entwicklung hat in diesen vergangenen 75 Jahren immer entscheidende Impulse gesetzt. Und das Parlament wird das auch heute tun, in diesen ganz schwierigen Zeiten mit aller Kraft. Danke vielmals und ich übergebe nun an den dritten Präsidenten Norbert Hofer.